der internistischen Station bekommt Dr. Silvia Sommerfeld eine Patientin überwiesen. Doch was hinter deren Beschwerden steckt, wird nicht nur die Ärztin überraschen. Frau Aslan, was führt Sie denn her? Sie haben Schmerzen, habe ich gehört. Bauchschmerzen. Der gesamte Bauch tut weh. Okay. Und die Kollegen unten haben Sie jetzt schon angeschaut. Die haben auch eine Ultraschalluntersuchung gemacht, sehe ich hier. Und haben Flüssigkeit im Bauchraum gefunden, gell? Ja, das gilt es jetzt. Ja, da gilt es jetzt danach zu suchen, warum das so ist. Sie haben auch Fieber, ne? Wenn ein Patient mit Flüssigkeit im Beckenraum kommt und die begleitet ist von Fieber und schlechtem Allgemeinzustand, dann ist das schon was Dramatisches, wo wir also genau schauen müssen, was die Ursache ist. Ein Ultraschall soll klären, ob ein verletztes Organ für die Flüssigkeitsansammlung im Becken verantwortlich ist. Doch die Ärztin vermutet schnell einen ganz anderen Hintergrund. Es ist einigermaßen wahrscheinlich, dass es eine gynäkologische Ursache ist. Wann waren Sie denn das letzte Mal beim Frauenarzt gewesen? 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Und gab es da irgendwas Auffälliges? Nein. Nehmen Sie die Pille? Nehmen Sie irgendwelche Hormone? Ja, die Pille. Aha. Möchten Sie denn Kinder mal haben? Nein, Gottes Willen. Keine Kinder. Nein. Das geht auch gar nicht. Nein, die sind nicht verheiratet und sogar der ist Deutscher. Ja. Was soll mit Deutscher das machen? Kann sich ja ändern. Ja, was soll das denn heißen? Also, aber ja, das keine Sorgen. Frau Aslan, bitte. Keine also, Deutsch, alles mein gut. Gott. Frau Aslan, ist okay, ja. Aber nicht so weiter. Ich möchte jetzt gern mal Ihren Bauch auch noch mal abtasten. Okay. Und ich möchte auch noch mal auf Herz und Lunge hören. Okay. Ja? Dass wir da von internistischer Seite wirklich alles gesehen und gemacht haben. Machen Sie gerade den Bauch noch mal ein bisschen frei für mich. Ja, das wäre mir ganz angenehm. Im Laufe der Behandlung fragte die Ärztin dann auch, ob eine Schwangerschaft besteht oder ob Kinderwunsch besteht. Und da ist die Mutter schier ausgeflippt. Also sie hat gesagt, um Gottes Willen, also ein deutscher Freund, das ist schon das Maximum. Aber dann noch ein Freund, einen Deutschen und mit dem ein Kind kriegen, das geht ja für ein türkisches Mädchen gar nicht. Also wir leben im 20. Jahrhundert, finde ich ein bisschen hinterweltlich. Die lebt hier in Deutschland, ein super netter Freund. Ich fand das von der Mutter echt ein bisschen ungerecht. Tut hier was weh, sag wenn ich doch, das mache? Ich bin am Ende. Schon ein bisschen, gell, ja. Etwas. Aber hier ist genauso, auch nicht anders. Das geht die ganze Zeit. Das ist unangenehm, das ist auch unangenehm. Also es gibt jetzt nicht eine Stelle, wo Sie sagen, oh, die Stelle ist jetzt ganz besonders schlimm, sondern es ist einfach überall unangenehm. Ja? Mhm. Nachdem ich etliche Untersuchungen durchgeführt habe, die alle nicht weiter geholfen haben auf der Suche nach der Ursache für diese Flüssigkeit im Becken, habe ich dann die gynäkologische Kollegin mit dazu gezogen, um da gynäkologischerseits genauer zu schauen. Ich schätze ganz gern, dass Sie stationär hier bei uns bleiben. Das Fieber ist jetzt zwar ein bisschen runtergegangen, aber wir können das hier am allerbesten klären, was mit Ihnen ist. Kann ja? Ich nicht ein paar Tage morgen wiederkommen? Meine Eltern sind gerade aus der Türkei gereist, weil ich habe dann mit denen nicht so viel Zeit zu verbringen. Und ja. Ja. Wir sind das ist natürlich jetzt ungünstig, wenn die Eltern gerade zu Besuch gekommen Nein, sind. Aber es geht einfach nicht. Wir müssen das abwarten. Nein, das ist ganz Schatz. Wichtig. Sie vielleicht bleiben bei uns. Und vielleicht können Sie ja auch ganz schnell wieder heim. Es kann auch sein, dass eine ganz harmlose Ursache dahinter steckt. Aber es ist wichtig, da jetzt zu schauen. Wie lange bleiben Sie denn da? Ein paar Tage, wir bleiben, ja, wir wollten. Aber vielleicht geht es ja auch relativ schnell. Ja. Ich rufe nee, jetzt mal an, also ich frage mal, wann die Kollegin Sie anschauen kann. Ja, bitte. Ja? Wir haben über einen langen Zeitraum gar keine Erklärung gefunden für die Symptomatik, weil alles, was wir untersucht haben, war ohne pathologischen Befund, recht unauffällig. Und wir waren sehr überrascht, was sich dann letztlich herausgestellt hat. Dr. Silvia Sommerfeld kündigt die 29-Jährige sofort auf der Gynäkologie an. Doch als Schwester Birgit sie etwas später zur Untersuchung abholen will, platzt sie im Patientenzimmer in eine merkwürdige Situation. Hallo, guten Tag, Frau Aslan. Hey. Hallo. Was ist das, Nichte, Cousine? Hallöchen. Ja. Haben Sie das Kind gerade gestillt? Das ist mein Kind. Ach. Bitte tun Sie mir einen Gefallen. Sagen Sie bitte nichts zu meiner Eltern. Wie, das ist Ihr Kind? Ich habe sie vor. Die ist 13 Wochen alt. Und habe sie bekommen. Die kleine Angie. Ist die zuckersüß? Warum haben Sie uns das denn nicht gesagt?
Ja, meine Eltern, sie haben doch meine Mutter gerade erlebt. Wenn die das rauskriegen. Frau Aslander war ganz ehrlich. Ich habe Angst, dass sie mir den Kontakt abbrechen. Das ist eine Sache, das kann man nicht verheimlichen. Das verfälscht den Befund. Sie müssen das der Ärztin sagen. Und wenn Sie es der Ärztin nicht sagen, dann muss ich es der Ärztin sagen. Ich finde es unmöglich, dass man ein Kind verschweigt. Auf der anderen Seite verstehe ich diese junge Frau. Sie lebt hier in Deutschland, ihre Familie lebt in der Türkei. Sie hat mit einem deutschen Freund ein Kind und hatte einfach Angst, ihren Eltern die Wahrheit zu sagen, weil sie Angst hatte, dass sie verstoßen wird. Sie sind doch die Freundin. Können Sie denn nicht mit ihr reden? Ja, klar, ich bin die Freundin, aber also es ist ihre Entscheidung und sie hat mir jetzt die Kleine auch anvertraut für die nächsten 3 Wochen, damit ich auf sie aufpasse, wenn die Eltern da sind. Nur jetzt war sie die ganze Zeit bei mir seit gestern und sie nimmt die Flasche einfach nicht. Deswegen bin ich jetzt hierher gekommen. Würde ich auch nicht. Sie können Ihr Kind doch jetzt nicht 3 Wochen abgeben. Ja, irgendwann muss ich das sagen, das ist mir schon bewusst, aber also, bitte jetzt nicht im Moment. Mit Ihren Eltern, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Mit Ihren Eltern rede ich nicht. Das ist Ihre Sache. Aber mit der Ärztin, wenn wir gleich zum Ultraschall gehen, der müssen wir die Wahrheit sagen. Stehen Sie Ihr Kind in Ruhe zu Ende. Okay, wenn Sie fertig sind und wenn die Kleine wieder eingeschlafen ist, dann klingeln Sie, dann komme ich rein und dann fahren wir gemeinsam runter und da werden wir auch eine Lösung finden. Ja, okay. Okay? Die junge Mutter hat erst vor wenigen Wochen entbunden. Dies könnte ein wichtiger Hinweis auf den Grund ihrer Erkrankung sein. In der gynäkologischen Abteilung erfahren die Ärztin und Kollegin Dr. Johanna Krämer nun die ganze Wahrheit. So, guten Tag. Sagen mal, Frau Aslan. Das ist Frau Aslan. Gynäkologische Kollegin. Aha. Hallo. Guten Tag, hallo. Sagen Sie mal, was haben Sie sich denn eigentlich dabei gedacht, uns das zu verschweigen? Ja, ich habe mit meiner Mama erlebt, wie die ist. Und ja, das schon. Wir haben einfach Angst gehabt, dass, ne, weil er halt ein Deutscher ist und die hätten sich lieber einen türkischen Mann gewünscht. Und ja, ja, aber das ist doch wichtig. Für die Ärzte, die Sie behandeln, ist es doch eine ganz wichtige Information. Die brauchen wir. Wir sind beide schuld. Aber ich bin jetzt froh, dass die Gynäkologin Sie jetzt anschaut, weil ich denke, das deutet schon alles sehr darauf hin, dass das die richtige Richtung ist. Ja, es war eine schwierige Geburt mit Zahngeriss. Also aha, das war eine Zahngeburt. Das war eine Zahngeburt, ja. Oh je, ist das wichtig? Das ist ja, sehr, sehr wichtig. Gerade die Zangengeburt ist ja nicht gerade einfach, ne, für Mutter und Kind. Eine Zangengeburt ist Gott sei Dank selten geworden. Das ist aber immer ein etwas komplizierter Vorgang, der vor allen Dingen bei der Mutter zu Komplikationen führen kann, dass eben diese Zange Verletzungen setzt, die nicht zu vermeiden sind und es zu blutenden Wunden und Scheidenrissen kommen kann. Dann lasse ich Sie jetzt hier, ja, und bin froh, dass es jetzt hier weitergeht. Und wir sehen uns aber noch mal. Dank der neuen Informationen kann die Gynäkologin nun gezielt auf Spätfolgen der Zangengeburt hin untersuchen. Und tatsächlich macht sie eine besorgniserregende Entdeckung. Also da gibt es etwas Flüssigkeit, das haben die ja schon vorher über den Bauch gesehen mit dem Ultraschall. Und die sieht irgendwie ja nicht ganz flüssig, so ein bisschen organisiert aus. Also das heißt, als ob da so altes, geronnenes Blut wäre. Oh, was heißt das? Es ist ja so, nach der Zangengeburt durch diese beiden Griffe der Zange, die sich um den Kopf liegen. Man hebt das Kind ja praktisch so heraus. Aber natürlich gibt das immer automatisch, da kann man gar nichts machen, gibt das immer Risse in der Scheide. Die müssen natürlich anschließend versorgt werden. Aber unter der Geburt blutet das natürlich auch sehr heftig. Und warum wurde das denn nicht versorgt mit den Rissen? Ja, ich nehme an, dass es versorgt worden ist. Aber unter der Geburt ist ja das Gewebe komplett verändert. Es ist unglaublich stark durchblutet. Es ist sehr aufgequollen und voll mit Blut, sodass man das alles ganz in der Tiefe auch nicht immer sieht. Okay. Ne? Die Vaginalsonographie, also die Spezialultraschalluntersuchung, zeigt, dass in der Tiefe ein Hämatom saß, das höchstwahrscheinlich sich infiziert hatte und für die Beschwerden der Patientin verantwortlich war. Das Wichtigste ist, kann man das jetzt irgendwie wieder gesund machen alles? Man kann das gesund machen, aber das kann man auf alle Fälle. Aber das ist ein operativer Eingriff. Ne? Nee.
OP. Muss das jetzt sein? Ja, von alleine, es ist jetzt so lange her, von alleine löst sich das jetzt nicht mehr aus. Können wir nicht ein paar Tage später machen, bis meine Eltern weg sind? Sie haben Fieber, die Gefahr, dass Sie vielleicht eine Bauchfellentzündung bekommen, also eine Peritonitis, die ist uns jetzt einfach zu hoch. Mach es besser, das... Also, ja, aber die sind halt jetzt vor, ne? Schatz, wirklich. Wir müssen das irgendwie hinkriegen jetzt, das ist das Wichtigste. Ja. Mit den Eltern, das regeln wir auch irgendwie, das wird auch alles werden, aber... Sie können jetzt erstmal damit nicht weiter herumlaufen, ne? Das geht einfach nicht. Sie wollen ja auch für Ihr Kind da sein, ne? Das kriegen wir hin, Schatz. Ja? Ja. Sollte sich die Entzündung ausbreiten, könnte dies lebensbedrohlich werden. Die 29-Jährige stimmt dem Eingriff zu. Doch sie hat nicht nur vor der Operation große Angst. Jetzt sehe ich das meine Eltern. Die sind so streng, ich habe Angst, dass sie mir den Kontakt abbrechen. Das glaube ich nicht. Die Mutti, die war ja so besorgt um sie. Und also ich denke, die ist total glücklich, wenn sie gesund und munter hier rauskommen. Und sie müssen dir das erklären. Sie können das doch nicht ihr ganzes Leben lang verschweigen. Wie soll das denn gehen? Vielleicht wird sie ja auch erstmal, wenn sie das Kind sieht. Na, dann kommt so die Oma, das Gefühl kommt hoch, die Emotion. Da bin ich ganz sicher. Jetzt konzentrieren Sie sich erstmal auf sich. Ja. Dass die OP jetzt gut läuft, dass alles schnell hinter sie gebracht werden kann. Ja? Und dann können sie zu ihrem Kind und dann können sie alles aufklären. Denken Sie an ihr Baby, das wird alles genau. gut. Ja, kriegen wir bis hin. Gleich. Na? Die Gynäkologin entfernt das entzündete Gewebe im Unterleib. Am Tag darauf informieren sie und Kollegin Dr. Silvia Sommerfeld die Patientin, wie die OP verlaufen ist. Im Beisein der nichtsahnenden Eltern. Aber das ist alles gut gegangen. Wir haben das alte Blut entfernen können und das wird auch jetzt wunderbar heilen. Sie muss sich jetzt noch ein paar Tage schonen. Das ist doch das Wichtigste jetzt, dass es ihr wieder gut geht. Ja. Frau Doktor erzählt gerade, dass sie operiert worden ist und wir wussten vorher nichts. Wieso könnte das überhaupt so lange dauern? Warum hast du dich schon viel früher ins Krankenhaus gebracht, Nico? Du machst mir Angst, Elif. Was ist passiert, Kind? Das ist nichts Schlimmes, versprochen. Trauen Sie sich. Wir sind alle hier. Ich habe Angst, dass... Was Angst? Was machen wir denn? Wir schlagen dich oder was wir machen? Hat dir jemand was angetan? Was ist passiert? Wie hast du dir was angetan? So ein Blödsinn. Jetzt, lass sie doch mal reden. Sag, Schatz, sag, was los ist. Nur sag schon. Nein. Heute sind Großeltern. Nee. Ich hatte es Angst, euch das zu sagen. Wie jetzt? Ihr seid Großeltern. Herzlichen Glückwunsch. Nachdem die Patientin die Familie informiert hat, gab es einige Sekunden, wo wir schon alle die Luft angehalten haben, weil ja ganz unklar war, wie jetzt der Vater darauf reagieren würde. Wir sind Eltern, ihr seid Großeltern. Also freut euch doch mal. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So haben wir das uns nicht vorgestellt. Halt, Anja, warte. Wir haben es gesagt. Wir wissen Bescheid. Na, kommt sie. Hallo. Indy. Ja, es ist eine ganz süße, ne? Ja. Zeig mal. Julia, schau sie dir mal an. Süß. Die muss man ja einfach lieb haben. Und zum Glück hat sich die Situation dann erfreulicherweise entspannt. Ich war selbst ein bisschen überrascht, dass sich das alles so gut entwickelt hat. Ich hatte ja auch schon schlimme Befürchtungen und mir überlegt, was ich dann unternehme, was ich dann machen kann, um die Wogen zu glätten. Das. Aber ihr seid bescheuert. Warum sagt das nicht? Wir hatten Angst. Tut mir leid. Aber Mensch, Elif. Na und? Das hättest du schon viel früher sagen können. Sie ist doch süß und niedlich. Aber wie? Einen türkischen Papa hätte ich mir ja schon gewünscht. Ja, jetzt kommen wir aber. Aber der Papa scheint gar nicht so der verkehrt. Der Nico scheint sympathischer Kerl zu sein. Gar ganz, ganz richtig. Nico, noch mal. Ich glaube, wir lassen die mal. Ich denke auch. Ich freue mich für dich. Alles hat sich zum Guten gewendet. Die Eltern der Patientin sind stolz, Oma und Opa geworden zu sein. Die 29-Jährige konnte die Klinik 2 Tage später verlassen und die restliche Zeit mit ihren Angehörigen genießen.